Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Dun, dun, dun. Herzlich willkommen bei den Viva Top 100. Schön, dass ihr dabei seid, vor dem Computer, vorm Fernseher. Heute habe ich tolle Gäste dabei, nämlich SDP sind da, die mit ihrem Album auf der Nummer 2 eingestiegen sind. Die haben also auf jeden Fall gute Laune mitgebracht, Straight Outta Spandau. Außerdem auch noch einen ziemlich neuen Singer-Songwriter, das wird ziemlich cool. Jonas Monar heißt der gute Mann und der wird auch noch live performen. Also ihr wisst, es geht eine Menge heute ab. Wir machen jetzt aber erstmal mit ein bisschen Musik und Charts weiter, nämlich mit einer Band, die mal ziemlich cool mit New Metal angefangen hat und jetzt wird es irgendwie immer poppiger. Sie gehen auf jeden Fall in Justin Bieber Richtung, keiner weiß warum. Läuft auch nicht so richtig gut, sie sind nämlich auf der, ich muss schmulen, 95 eingestiegen. Es ist, genau, Linkin Park mit ihrer neuen Single Battle Symphony. Ihr könnt euch jetzt mal selber ein Bild davon machen. Bis gleich. Auf easy, back together. Zurück und da geht's auch schon los mit meinen Gästen, nämlich SDP. Uhu! Ach, guck mal, ihr müsst rüberspringen. Yeah! Gut gemacht. Wir haben extra umgestellt, damit ihr denkt, es ist neu. Sind wir überhaupt noch bei Viva hier? Ja, es ist immer noch Viva, tatsächlich. Also, ihr seid ja schon das zweite Mal dieses Jahr hier. Was hat sich getan? Oh, wir haben jetzt ein Mikrofon auch. Ja. Ja, es ist wunderschön, dass du auch wieder hier bist. Der Moderator hat sich ja noch ein paar Mal geändert. Hat sich auch noch geändert. Also ich habe einen persönlichen Wunsch abgegeben, dass du natürlich hier wieder jetzt mit uns bist. Danke. Also im Prinzip hat sich eigentlich kaum irgendwas geändert. Du bist hier wieder... Ja, Jan sollte eigentlich hier sein. Ja. Gute Besserung, Jan. Ach Mann, Jan, Alter. Oh. Jan, guck mal in die Kamera. Ach Mann, Jan. Welche ist die Kamera? Welche ist überhaupt die aktive? Die da? Hallo? Ja. Letztes Mal habe ich immer in die falsche geguckt, habe ich gesehen. Aber es war charmant. Ja, er hat aber in die richtige geguckt. Das ist halt so. Ja, was passiert? Album Platz 2, knapp an der 1 vorbei. Ed Sheeran hat euch noch abgezogen auf den letzten Meter. Ja, ihr wisst alle, Ed Sheeran ist ein Hobbit, er kann zaubern. Was soll, das was, stimmt. Was sollen wir machen? Aber die Ringgeister suchen ihn schon. Und stabben ihn. Auf jeden Fall. Ist das ein Hint? Wird so das neue Album heißen? Wessen Album? Na, euers. Oder muss es Science Fiction sein? Das neue Achievement-Album heißt Der Hobbit. es ist tatsächlich ein bisschen schade, aber ich bin selber Fan auch von dem Ed Sheeran. Also ja. Ich gönne es ihm sogar, ist ja auch cool. Ja. Ist ja auch cool. Aber ja, unser Album ist tatsächlich jetzt draußen. Beim letzten Mal, als wir hier waren, war es ja noch gar nicht draußen. Genau, ne? Da kam es. Und wir haben es sogar mitgebracht. Haben wir es nicht mitgebracht? Ihr habt die Superbox mitgebracht. Wir haben die verlosen sogar so eine... wir später auch noch. Machen wir? Wir verlosen ja, eine? Ja. Wow. Wir haben noch so eine Box mitgebracht. Die sind ja alle schon ausverkauft. Das ist, glaube ich, die letzte, die es überhaupt noch gibt auf dem Planeten. Verlosen wir nachher, wa? Da. Guck mal, wie schön. Nice. Boah. Oh, es ist so Festival-Camouflage, ne? Wenn man das anzieht, dann erkennt man einen nicht. Ist es ein Fachbegriff, Festival-Camouflage? Ja. Aber das ist eine sehr schöne Beschreibung. Es ist knallbuntes Camouflage. Und auf der bunten Seite der Macht Genau. Bist du getarnt. Perfekt. So, wir machen jetzt mal mit ein bisschen Mucke weiter. Und zwar haben wir Bruno Mars. Partymusik. Bruno Schnickers. Es ist ganz schön rassistisch. Bist du bescheuert wegen dem Mars-Riegel, Alter? Jetzt hast Ach so, ich dachte wegen der Schokoladenfarbe. Sag mal, jetzt wird's ja richtig. Sag mal. So, also Bruno Mars, that's what I like. Neuvorstellung. For you, that's what I like, that's what I like.
lucky for you, that's what I like, that's what I like. Search my bones. So slowly, when you're only 15, you were my September song. Tell me, where have you gone? Do you remember me? We were only 15, and I remember the chorus. They were singing it for us. You were my September song. Tell me, where have you gone? Willkommen zurück, da sind wir wieder. Ja, mach doch mal ein Foto. Ihr habt doch schon, ihr habt doch schon eins. Finger weg. So, wenn. Achtung. Tja, geht ja auch nicht. Zu doof. Super, komm, ich mach trotzdem. Eigentlich wollten wir keins machen, ich mach trotzdem eins. Wieso hast du das nicht hinbekommen? Vielleicht verlosen wir das mit der Box zusammen. Das ist doch schön. Was war das peinlichste Foto, was jemals von euch gemacht wurde? Oh, weiß ich gar nicht. Ich habe generell, ist es ganz, wir sind ja noch aus einer Generation, es gibt gar nicht, also vielleicht hat es gar nicht mit der Generation zu tun, aber von mir gibt es gar nicht so viele Fotos. Ich habe so aus meiner Jugend, als ich ja Punker war und so, habe ich immer tunlichst vermieden, dass ich fotografiert werde und so, das wollte ich immer nicht. Wegen den Bullen? Nicht nur wegen denen, ich weiß gar nicht, wen du meinst mit Bullen. nee, nicht wegen denen, einfach so wollte ich halt nicht. Gibt es gar nicht so viele Fotos. Ah, na gut. Es ist aber wieder Fotozeit, denn die ersten Sonnenstrahlen kommen. Habt ihr euch gefreut heute? Der Frühling ist da? Ja. Reden wir jetzt über das Wetter, ja? Okay, geil. Nein, nice. Hey, ich schwöre, ich glaube, der Frühling ist jetzt am Start so. Ich bin heute aufgewacht, hatte super geile Laune, weil die Sonne hat geschienen. Dann dachte ich, Mann, hey, heute. Und dann fahren wir zu Viva. Und dann wird auf dem Weg zu Viva wird die Sonne scheinen. Und dann habe ich mich gefühlt wie ein neuer Mensch. Das war meine nice Überleitung zu Pitbull. Ah, Pitbull. Aber jetzt musst du sagen, warum du Pitbull magst. Weil er hat einen crazy Flow drauf. Sagt man das so bei Viva? Ich weiß es nicht. Aber hattet ihr mal vor so, okay, wir setzen uns jetzt hin ins Studio und schreiben einen Sommerhit. Und das wird dann auch ein Sommerhit? Habt ihr das jemals gemacht? Nee, wir setzen uns eigentlich selten irgendwo hin und denken, jetzt schreiben wir einen krassen Hit, sondern wir schreiben einfach so ein bisschen drauf los. Wir stehen halt. Wir setzen uns nicht hin zum Sommerhit schreiben. Sommerhits schreibt man generell besser im Stehen. Auf dem Medizinball. Ja, auf dem Medizinball. Ich habe tatsächlich wirklich einen Medizinball im Studio. Aber wirklich. Das ist wirklich, Alter. Wirklich. Ich dachte erst, sie hat recherchiert, aber das kann ja nicht sein. Nee, diese Kamera, die wir da angebracht haben, die funktioniert auch gar nicht und so. Ja, weil Pitbull natürlich, ne, wenn der Sommer kommt, droppt er ein neues Lied. Diesmal mit Bob Marleys Sohn. Kennt ihr den? Der hat ja nicht nur einen Sohn. Nee, der hat voll viele. Ziggy Marley, Kimani Marley. Ja, und Steven. So Steven Marley. Genau, in dem Fall ist es Steven Marley mit Options. Ach. Cool. Das sehen wir jetzt. Ab dafür. Been around the fame, been around the money, been around some names, but the Chico's still the same. Some things never change. Here's a tip, show me your friends, I'll show you your future. And a thousand times I've seen this road, a thousand times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no Da sind wir wieder und er beschwert sich gerade, dass man gar nicht mehr die Fragen sieht. Aber ihr könnt natürlich unter dem Hashtag VivaTop100 Fragen bei Twitter stellen oder ihr schreibt die jetzt direkt in die Kommentare beim Facebook-Stream und dann geht's ab. Wir spielen jetzt aber erstmal Glücksrad. Einmal drehen bitte. Ich? Am Glücksrad. Nee, du dreh mal, du dreh mal. Nicht so doll. Bringt das Glücksrad jetzt aber auch Glück wirklich? Weil ich sehe jetzt gerade nicht, was da vorne drauf steht. Nicht so doll. Ja. Wir spielen Wahrheit oder Pflicht. Wann habt ihr das letzte Mal Wahrheit oder Pflicht gespielt? Ich habe noch nie in meinem Leben gespielt. Ach, kannst du mir das mal erklären, kurz? Ich habe das natürlich gespielt, klar. Und? Es ist Wahrheit. Dann bitte einen violetten Zettel ziehen. Ich ziehe jetzt einen für dich oder ziehst du für mich? Ich ziehe mal einen violetten Zettel. Und ihr müsst beide beantworten. Beide antworten? Ja. Mann, ist ja verrückt hier, Alter. Hey. Was isst du am liebsten? Ja. Kennst du das? Weißt du, wenn die Frage nicht eingeblendet wird, kann ich da vorlesen, was das ich möchte. Stimmt. Was ist das Ekelhafteste, was du jemals gegessen hast?
Also ich vermute, also guck mal, Dark und ich haben so ein Ding am Laufen. Dark sagt immer, er kocht unglaublich gut. Und ich sage immer, dann lad mich doch mal ein. Ich wurde noch nie eingeladen. Ich vermute, das würde vielleicht das Ekelhafteste sein, was ich jemals gegessen habe. Ja, und so jemanden lädt man halt nicht ein. Ich weiß, wie es wäre, wenn ich sag gar nicht, dass ich so krass kochen kann. Ich kann ganz okay kochen so. Und er würde sich so hinsetzen, würde es so kosten, sagen, ah nee, er mag das lieber so. Er würde daran rumkritisieren. Dann würde man sagen, aber ich habe extra gekocht. Dann würde er sagen, ja, willst du, dass ich sage, es schmeckt mir, obwohl es mir gar nicht so gut schmeckt. Und schon, wenn ich das schon überlege, habe ich schon keinen Bock mehr, einfach das zu machen. War das gerade eure Studio-Sessions in einem Koch? Nee, wenn's um Mucke geht, sind wir cool miteinander. Okay, es geht nur ums Essen. Es hat sich sehr aus dem Herzen angehört. Dem kann ich nichts hinzufügen. Ja, gut. Das war gerade eine kleine Hassrede, zu der kommen wir jetzt auch. Nämlich... Ich dachte, die Sachen noch mal böse, Alter. Das ist mir schon Rassismus. Nein, er kann nicht. Jetzt habe ich eine Hassrede. Nein, naja. Ich fand's auch schon ein bisschen... Wow, ich bin auf ihrer Seite. Ich fand's auch schon ganz schön hassredenmäßig. Okay. Ja, wir haben nämlich Kraftklub. Die sind ja, mein Gott, nicht wandern. Ja, okay. Jetzt mal kurz intervenieren hier. Der neue Song. Findest du? Der ist ein bisschen seltsam. Also er hört sich überhaupt nicht nach Kraftklub an. Ja, aber ey, das ist ja schon wieder, das ist doch cool, Mann, Alter, dass die was machen, was man nicht erwartet. Anders ist. Und immer die Leute meckern immer dann, also bei uns wird ja gemeckert natürlich, dass es keine Schublade gibt und sowieso viele verschiedene Sachen machen. Ja, bei euch ist ja eh immer. Ja, aber Kraftklub macht die Sachen, die sie machen, so geil und wenn die mal anders klingen, dann ist es geil und der Song ist nice. Na dann, besser kann ich das nicht anmoderieren. Hier sind sie mit deinem Song auf der 56. Und sing zu deinem Song, du verdammte Hure, das ist ein Lied ganz allein. Das kannst du all deinen Freunden zeigen, das ist dein Lied ganz allein. Glaub mir, deine Freunde werden blass vor Neid. Lass uns leben wie ein Da sind wir wieder zurück. Also, ein bisschen Konzentration am Set. Okay, was ist deine nächste Frage? Also, ich habe gar keine. Ich dachte, ihr fragt jetzt mal was, die Leute da draußen. Dann können die also, haben die Leute alle... Fragen? Haben die Leute Fragen? Nee, haben die ihr müsst die Leute was fragen, damit sie alle in den Chat schreiben können. Okay, wir fragen euch, stellt mal Fragen. Habt ihr Fragen? Ist doch eine Frage. Das ist eine Habt Frage. Habt ihr Fragen? Nicht schlecht. Bei Wikipedia steht, ihr seid ein All-Around-Musik-Duo. Was kann denn der eine besser als der andere, außer kochen? Ja, natürlich schwierig, wenn du die Frage jetzt darstellen würdest, dann würde er sagen, alles kann Vincent besser. Nee. bei uns ist es so, wir basteln ja wirklich alles tatsächlich zusammen, so im Tonstudio. Und die Sache ist, dass ich würde mal zum Beispiel sagen, dass Dark minimal vielleicht besser Gitarre spielen kann als ich. Ja, ganz bisschen nur, aber besser halt natürlich auf jeden Fall. Und darum spielt er zum Beispiel, also ich sage ich mal so 99% aller Gitarren auf dem Album von uns spielt dann Dark zum Beispiel. Dafür kann ich besser Knöpfe drücken. Und so auf und laut drehen, wenn ich nicht mehr hören will. Ja, also Vincent ist schon der Musikproduzent von uns beiden. Also wenn der das Studio nicht wie so ein Pilot zum Laufen kriegt, dann können wir auch nichts aufnehmen und haben keine geile Musik am Ende. So, aber ansonsten ist es halt mit Musik besser oder schlechter. Also wer jetzt irgendwie besser oder schlechter singt, darauf würden wir gar nicht eingehen, weil es sind Kategorien, es geht doch um Ausdruck, Mann, und um Gefühl. Das stimmt, nicht um besser oder schlechter. So schön kaputt, ne? Seit 2 Monaten ist das Ding irgendwie in den Charts und geistert da rum. Und letztes Mal habe ich gefragt, was ist so schön kaputt zu sein, aber diesmal frage ich, was darf auf keinen Fall kaputt gehen bei euch? Oh. Bei mir ist gerade der Geschirrspüler kaputt gegangen. Ah, du meinst so technikmäßig? Nicht so, nee, ist egal was. Auch der Arm oder... Also, nee. Der rechte Arm sollte nie kaputt gehen. Also, nein. Die Sache, wir gehen ja im November auf Tour, ne? Ja. Und das ist jetzt schon, wir haben festgestellt, dass das sozusagen fast das 5. Jahr ist, wo wir hintereinander immer wieder auf Tour gehen, weil es auch sehr geil ist und immer mehr Leute kommen. Und tatsächlich ist es so, dass unsere allererste Tour 2013, die mussten wir abbrechen, weil Dark kaputt gegangen ist. Also, er ist krank geworden, also richtig, aber so richtig heftig krank. Also, 3 Konzerte hintereinander mit 39 Grad Fieber gespielt. Und beim 4. hat er so morgens gesagt, Vincent, ich glaube, irgendwas ist komisch, ich sehe bunte Farben. Und wir so, okay, bunte Farben sind hier nicht. Dann gehen wir ins Krankenhaus. Nee, das war dann halt so. Und das ist zum Beispiel, ne,
Also das dürfte, das ist dann... Sowas geht nicht. Sowas darf nicht kaputt gehen. Ja, aber was auch nicht kaputt geht, ist eure nice Box. Die verlosen wir nämlich jetzt. Was muss man denn machen, um die zu kriegen? Man muss schreiben, das Album heißt ja Die bunte Seite der Macht. An welche Filmreihe ist der Titel angelehnt? Und die schlauen Leute wissen, dass es gar kein Filmtitel, sondern ein Buchtitel ist. Aber ihr wisst schon Bescheid. Enttäuscht mich nicht. All die Nerds da draußen wissen sofort Bescheid. Einfach unter dem Hashtag VivaTop100 oder jetzt in den Chat schreiben. So, jetzt geht's weiter mit Musik. Ich bin zweimal dabei übrigens. Zwei davon. Ach, sogar zwei davon. Eine steht da. Ach, ich dachte, die ist jetzt immer hier als Deko. Dann dürfen wir doch für die zweite, dürfen wir da selber eine Frage stellen? Ja, wenn euch eine einfällt. Und zwar, da am Ende ist ein Hörspiel drauf. Ja. Und wir kämpfen gegen einen riesen krassen Endgegner. Und die Leute sollen mal schreiben, ob sie wissen, wie der Endgegner heißt. Ja? Und dann kriegt es nämlich jemand auch, der das verdient. Nämlich ein Fan von uns. Nämlich ein Fan. Sehr gut. So, jetzt kommt nämlich so schön kaputt von euch. Auf der, wisst ihr auf welcher Chartposition? Nö. 49! Sehr gut! Steht auch nicht hier groß. Nee, steht hier nicht. Vom Leben gezeichnet in den buntesten Farben. Und wir tragen sie mit Stolz, unsere Wunden und Narben. Wir sind vom Leben gezeichnet mit Dreck und mit Schmutz. Doch es glänzt wie Pamut. Wir sind so schön kaputt. So schön kaputt. Die coolen Kids von damals, das waren wir. Und das erste Mal blau war ich mit dir. Es ist so lange her. SCP ist noch da und wir haben Fragen von euch bekommen. Und zwar fragt Janina, wird Timmy mit auf Tour kommen? Wir wissen noch nicht, wer uns mit auf Tour supporten wird. Aber Timmy hat beim letzten Mal nur die Hälfte gemacht. Also deswegen ist es nicht ausgeschlossen, aber es ist überhaupt noch nicht klar. Gar nichts. Nö, ich weiß, es müsste eigentlich langsam mal klar sein, ja. Ja, ich dachte auch so langsam. Stimmt, ja. Also wenn da jemand ist, so Künstler, mit dem wir auch befreundet sind oder so, die Bock haben. Nee, wir wissen es noch nicht genau, müssen mal gucken. Gut, dann fragt Roxy, mit wem würdet ihr ein Feature machen? Ja, wir machen ja generell eigentlich nur Mucke zusammen mit so Kumpels von uns, oder die wir schon lange kennen. Auf dem neuen Album ist ja zum Beispiel Prinz Pi drauf, Sido ist nochmal drauf, Timmy... Swiss, das heißt, ich würde die Frage mal umdrehen. Ich würde auf jeden Fall mit keinen Leuten Musik machen, die jetzt die ich nicht irgendwie auch nett finde. So. Oder auch nicht mit einer Band, wo ich selber nicht Fan bin von. Was wäre denn das Wunschfeature, egal wie absurd? Also, na, die absurdesten, ich habe gerade einen Kaugummi genommen. Ja, das ist total schlau in einem Interview. Ah. Riecht besser. Nee, die absurdesten und die Features, die leider nicht mehr gehen, sind natürlich mit verstorbenen Künstlern wie Falco oder Rio Reiser. Wo es einfach nicht mehr möglich ist, das wäre natürlich krass. Oder verrückt wäre auch Musik, wo es gar nicht passt. Also einen Song mit Rammstein würde ich gerne machen, aber... Ich finde das gar nicht so abwegig. Wir sind sehr offen, aber ich keine Ahnung. Aber das sind halt so Sachen, keine Ahnung. Also wenn Rammstein gerade zuguckt, was sie bestimmt jeden Sonntag tun, dann schickt den Jungs doch mal eine WhatsApp. Oh, warte mal, mein Handy. Gleich die Till Lindemann. Hey, ich hab gehört. Und wir haben ganz viele Grüße, die ihr sagen sollt an Menschen. Ich halte, du grüßt. Grüße an Dani, Antonia, Marina, Saskia, Laura. Guck mal, jetzt ist Jule oder Jules, weiß man nicht, ne? Ja, Jule oder wir machen beides. Jule mache ich. Hi, Jule. Jessie, Mandy, oh, Barbara. Barbara ist nice. Barbara. Ja. Weil es hier ganz schön ist, ein bisschen gemein sind, denn nur Mädels haben. Na, vielleicht habt ihr nur so Fangirls. Barbara. Müsst ihr doch an eurem Publikum sehen. Habt ihr mehr Mädchen? Das ist ja dein Publikum in erster Linie hier. Das stimmt. Sie meint bei uns, ob nur bei uns nur Mädchen im Publikum sind. Ach so, nee, Quatsch. Wir haben schon verrückte erste Reihen mit Mädels, die auch laut sind und so. Aber wir haben auf unseren Konzerten immer wirklich einen coolen Mischmasch an Leuten, altersmäßig, geschlechtsmäßig halt und so. Das ist immer sehr cool. Das macht den Erfolg auch aus, ne? Ich habe das Gefühl, so Singles, die total durch die Decke gehen oder wo die Musik abgeht, ist immer so generationenübergreifend.
naja, damit es irgendwie abgeht oder durch die Decke, weiß ich nicht, müssen natürlich eine gewisse Menge von Leuten sich irgendwie angesprochen fühlen, thematisch oder aus welchem Grund auch immer. Auf jeden Fall ist es krass, dass wir mit unserer Musik so viele unterschiedliche Leute anscheinend wirklich ansprechen, egal jetzt ob Alter oder ob das Leute sind, die eher irgendwie Hip-Hop hören oder eher Rockbands hören, und viele hören uns so ausnahmemäßig sozusagen, und das ist immer cool. Na, zwei Ausnahmekünstler haben sich jetzt auch zusammengetan, nämlich mit Terrier und Teutilla. Wer nicht weiß, wer das ist Arnim von dem Beatsticks, der Sänger. Und da hören wir mal das neue Lied, das heißt Aliens auf der 41. Aliens. Aliens. Wir sind gottverwandte Aliens. Aliens. Gottverwandte Aliens. Wie wir uns bewegen, tanzen und reden. Ziehen hier die Fäden, bringen die anderen zum Schweben. Sind gekommen von einem verwandten Planeten und übernehmen diesen Job. Der Gott von Gott ist der, zu dem wir beten. Da sind wir zurück, SCP sind da, und das Coole ist, wenn ihr uns auf Twitter folgt, wenn ihr Viva auf Twitter folgt, dann habt ihr immer die Chance, hier als Skype-Gast zu sein, wenn ihr retweetet, und das hat jemand geschafft. Nice! Nice! Wo denn? Da! Hallo! Hey, mit Fahnen im Hintergrund! Oh. So, jetzt hören wir dich aber gar nicht. Da reingucken, sonst fühlt es sich nicht an. Nee, so schlecht. So? Da alles reingucken, da reingucken. Perfekt. So, wie heißt du und wo bist du? Ja, ich heiße Lara und ich bin jetzt gerade, ich komme aus Hamm und sitze gerade bei einer Freundin. Und die Freundin hat auf jeden Fall die große Deluxe-Box gekauft mit der Fahne, oder ist es deine Fahne? Ja, wir haben sie beide. Geil. Ja. Richtig, richtiger Fan. Du hast ein paar Fragen, habe ich gehört. Hau doch mal raus. Genau, meine erste Frage war, woher kommt die Idee mit dem bösen Wurmlord auf den letzten beiden Alben und woher nehmt ihr generell eure Inspiration? Ja, also mit dem Wurmlord ist natürlich eine authentische Geschichte. Das ist jetzt so, dass, als ob du mich fragst, so, woher kommt die Idee mit, dass heute die Sonne scheint? Also das der genau Wurmlord so ist natürlich der Herrscher der Scheißmusik, ja? Und den gibt's jetzt ja auch nicht mehr, den Wurmlord. Also von daher ist es halt auch so, hättest du auch übrigens auch in Vergangenheit sprechen müssen. Früher haben wir den immer genannt, der ja, okay, Typ. Wir haben ihn früher mal genannt, der Typ, der die Kackmucke macht. Wir haben erst später rausgefunden, dass es überhaupt ein Wurm ist halt, ne? Okay. 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 Was ist denn deine zweite Frage? Meine zweite Frage ist, ihr beide seid ja Ärztefans, und wir wollten halt fragen, ich wollte fragen, inwiefern die beiden euch halt, die Ärzte euch halt geprägt haben und was halt euer Lieblingssong ist. Ach so, ein Lieblingssong weiß ich immer nicht so, aber Vincent und ich sind auf jeden Fall mit den Ärzten aufgewachsen. Wir kennen uns ja, seit wir 12 Jahre alt sind, vom ersten Schultag der 7. Klasse an. Und ich bin überhaupt nur auf Vincent zugegangen, weil mir erzählt wurde, dass er genauso wie ich Ärzte hört und auch Gitarre spielt. Und das hat uns von Anfang an connected, die Musik, und dass wir beide übertriebene Ärztefans waren. Meine ganze Wand war tapeziert. Und wahrscheinlich hört man es auch ein bisschen darin, dass wir uns halt keine musikalischen Schranken gesetzt haben. Das haben die Ärzte auch nicht getan. Ja, genau so war das. So, jetzt sehen wir dich wieder. Ah, cool. Darfst du nur zwei Fragen stellen, ja, nee, oder eine, reden wir noch weiter? Eine geht noch. Eine Frage habe ich noch. Ja. Cool, Mann. Und zwar ist die letzte Frage, was ist so euer eigenes Lied, worauf ihr am meisten stolz seid oder was euch irgendwie so am meisten Spaß gemacht hat, das zu schreiben? Ja, immer die Lieder, die ich komplett alleine mache, die gefallen mir natürlich am besten. Da bin ich immer, nee, das ist so, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil unsere Lieder ja auch so komplett verschieden sind, ja. Also eigentlich versuchen wir, es gibt ja zum Beispiel auch nur ein Liebeslied auf unserem Album, ein trauriges Liebeslied. Wir versuchen sozusagen eigentlich immer in der jeweiligen Kategorie unser Lieblingslied zu machen, ne? Oder sagen wir mal die Nummer mit Swiss, das Leben ist ein Rockkonzert. Da wollten wir halt so ein richtig hartes Rockding machen, was nach vorne geht. Und dann haben wir natürlich auch nur eins gemacht, und das ist dann immer unser Lieblingslied so, und das kommt aufs Album im Prinzip. Gut, perfekt. Okay, dann haben sie bald, glaube ich, meine Fragen beantwortet. Cool, mach's gut, bis Danke bald, fürs ja. Dasein. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Richtige nice. Fans, das ist ja, schön zu cool. sehen, oder? Nice mit der Fahne. Ja.
Ja. Vor allem, weißt du, du überlegst ja sowas, du machst so eine Fahne zum Album dazu und dann die hängt halt wirklich bei den Leuten zu Hause. Klar. Wie geil ist das denn, ey? Ja, überkrass. Wir beide überlegen uns den Quatsch und dann am Ende ist passiert es wirklich so. Ja, nice. Richtig cool wäre eigentlich, wenn jemand irgendwo raufklettert auf irgendeinen krassen Berg und die dann so... Ja, aber sowas haben wir auch schon gehabt. Also Leute, echt? Die mit Merch von uns an irgendeinem Urlaub auf irgendeinem Berggipfel waren oder die uns Fotos schicken, dass sie die Fahne wirklich an irgendeinem Fahnenmast gehisst haben. Ich geil. Weiß nicht, legal, illegal, oder so, keine Ahnung. So, aber sowas lieben wir auch. Ja. Na, solange die nicht verbrannt wird, ist doch alles gut. So, wir machen mit ein bisschen Mucke weiter. The Weeknd featuring Daft Punk, I Feel It Coming auf der 31. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you do. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Yeah, I guess I'm an asshole, get ass in this city. See, rap, that's the benefit. I came to your city, you fell in love with me. I smashed for the hell of it. My new chick is everything. Your envy is evident. I do not have time to talk about my past and all your stories and embellishments. I'll give you an hour or two. Was hab ich gehört? München? Auf was? München. Was ist da? Städtenamen? Warum sagst du Städtenamen? Nee, wir haben gerade, also ihr kriegt es ja nicht mit, wir quatschen ja hier weiter, wenn die Kamera läuft ja dann nicht. Nee, wir haben nur gerade gesagt, dass wir ja wirklich im November auf Tour gehen und wir halt so schockmäßig, aber wir haben uns auch gefreut, die ja. ersten Städte sind ausverkauft und das Hamburg zum Beispiel, und das ist eine Riesenhalle. Und auch München, da wollte ich gerade, das haben wir einmal hochverlegt und ist jetzt auch schon wieder ausverkauft. Auch also, schon wieder? Ja. Mann. Ja, verrückt. Heißt, man kann dann davor mit so gefälschten Tickets für 200 Euro? Ja, probier das doch mal aus. Und berichte uns so. Du kannst ja bei Insta-Story machen, was du mit gefälschten genau. Tickets, ob du reinkommst. Sehr cool. Aber ist denn noch was geplant? Ist es eure letzte Moderation? Jetzt sag doch mal, was noch geplant ist. Oh mein Gott, berühmte letzte Worte. Genau. Famous last words. Guck mal, der jetzt Skandal oder Werbung? Nee, das kann ich nicht sagen. Was? Nee, kann, Unterwäschelinie? Sowas kann ich, nein, sowas kann ich nicht laut sagen. Nacktkalender. Nee, keine Ahnung. Haben wir noch was mit Inhalten, immer? Nö, auch noch machen wir. Ich kann ein bisschen Kaugummi gehen. ASMR. Wir können mal so eine ASMR-Folge machen. Was ist eine ASMR? ASMR ist, wenn Leute nur so flüstern und die Geräusche ganz krass machen. Zum Beispiel so über Papier fahren und so. Kennst du das nicht? Das gibt's bei YouTube. Könnt ihr nee, das finde ich aber auch ein bisschen eklig, wenn so jemand so ganz leise flüstert. Lass doch einfach noch ein bisschen über das Wetter reden. War doch vorhin schon so nice. Das wird meine, wenn ihr nächstes Mal hier seid und ich moderiere, das ist meine erste Frage an ja. euch. Wie ist denn so draußen? Ja, aber jetzt, bevor wir im November auf Tour gehen, ja. kommen ja noch die Festivals. Ne? Ja, kommst du auf ein Festival? Kommst du irgendwo vorbei? Oh, mal schauen. Spontan vielleicht. Ne? Weil wir sind wo ja seid so, ihr denn? Wir sind in der Nähe von, lass mich mal überlegen, was das nächste an Berlin ist, glaube ich, Highfield. Ja. Ja? Och. Mal schauen. Highfield, habt ihr Bock? Viva Live auf Instagram. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Dann fahren wir da hin und machen Party. Also wir haben auf jeden Fall mega Bock auf die Festivals. Ist ja so ein bisschen anders als auf Tour, ja. weißt du? Aber und sommermäßig, Sommerfeeling. Ich hoffe auch, dass es nicht so, jetzt sind wir beim Wetter, dass es nicht so viel regnet dieses Jahr, weißt du? Aber Matsch tanzen, wenn es regnet und einfach ist total ja, aber heiß. Letztes ist auch geil. Ja, ist schon heiß bestimmt. Aber letztes Jahr war es ja, weißt du, war doch Rock am Ring, wurde doch abgebrochen und abgebrochen. Das Haus, das war ja ein bisschen zu viel. Ein bisschen Regen gehört dazu. Kein so ein Gewitter. Matschepampe gehört dazu, aber nichts, nichts. Nicht so, dass man stirbt und vom Blitz getroffen wird. So das sieht's das aus. War nicht so cool letztes Jahr. So sieht's aus. So, dann checke ich nochmal kurz deine E-Mails, wa? Ja, also danke, dass ihr hier wart. Es war mir wie immer ein Fest, Jungs. Boah, es war ganz schön doll. Nee, aber ich hau ja nur doll bei Leuten, wo ich das Gefühl habe, sie können es verkraften. Die können so es aushalten. So. Sehr gut. Wir machen jetzt weiter auch mit einem Berliner. Der ist so ein bisschen konträr zu euch. Der sagt nämlich so, nicht so chillen, sondern mit Schweiß und Blut und Tränen schafft man Dinge. Erfolg ist kein Glück. Nämlich... Kontra K. Exakt. Ja, aber wir sind jetzt auch nicht ein bisschen chillen, Alter. Das ist ja nur auch nicht so. Na, aber ich bin auf jeden Fall mehr easy. Kontra-K-Fan. Ich bin bekennender Kontra-K-Fan. Auch von seiner neuen Single? Ja, also und Schweiß, Tränen, Ehrgeiz und harte Arbeit und so, das gehört auf jeden Fall dazu. Mehr als ein Job, oder was? Genau, mehr als ein Job auf der 24. Ich habe gleich den Jonas hier. Schön, dass ihr da wart. Clip ab. Tschüssi. Tschüss. Mehr als ein Job, oh mein Gott, Bruder, ich hab keine andere Wahl. Mach nie wieder Stopp, denn diese Stadt ist
Chance gibt der Kopf nur einmal. Das ist mehr als mein Job, damals beim Krach. Im Magen mein Nachteil, jeden Tag. Ich muss wieder los, immer weiter hoch. Doch am Wegen durch, ich bleib ich da. Man ist nur einmal jung, hat nur einmal die Kraft. Also halte ich das Glück in der Hand. Greif es so fest, ich nur kann, auch wenn mein Körper kaputt geht. Und hoffe, es kommt ein Diamant. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos. Das geht heute schnell, das ist schon unser nächster Gast, nämlich Jonas Monar. Hey, hey! Möchtest du dahin, dahin? Außer du möchtest die ganze Sendung stehen. Aber dafür mache ich gleich ein Foto von dir. Tschüss. Sehr gut. So. Ich gebe dir mal das Mikro in die Hand. Oh, das ist noch richtig gutes. Hattest du auch schon mal richtig schlechte? Ja, ich war gerade auf Tour und da habe ich so in so Clubs, ich war mit Nila auf Tour und wir waren Vorband. Und da habe ich tatsächlich so ein paar alte Mikros gehabt von so ganz alten Clubs. Aber klingt das dann nicht extra cool? Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, wie das klingt. Ich höre jetzt hier nicht den Ton. Das klingt bestimmt auch super. Also ich kenne das manchmal, ist vielleicht nicht so ein guter Vergleich, aber aus Karaoke-Bars und umso abgeranzter das Mikro, umso geiler hört es sich eigentlich an. Okay. Das ist, weil es wie so ein Extra-Effekt, der dich besser klingen lässt, aber das brauchst du bestimmt nicht. Oh, vielleicht schon. Ich habe ja so eine sehr cleane Stimme und wenn das Mikro das dann so ein bisschen abgefuckt macht und so Raum macht, dann wäre es ja vielleicht ganz cool. Ja, man weiß es nicht. Könnt ihr ja mal auf der nächsten Tour rausfinden. Ich habe gehört, du bist extra wegen der Musik nach Berlin gezogen. Genau, das stimmt. Warum? Das kann man doch auch in Hessen machen, oder nicht? Das stimmt. Aber in Berlin ist meine Plattenfirma und mein Management und mein Studio, wo ich mein Album produziert habe. Und dadurch hat es perfekt gepasst mit Berlin. Berlin ist voll mit Künstlern und so, das ist natürlich das alles auch mega inspirierend und so. Und dann hat Berlin sehr gut gepasst. Und ich komme aus einem ganz kleinen Dorf, da geht musiktechnisch nicht ganz so viel. Und also war das, glaube ich, auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ist jetzt auch schon ein bisschen her. Bin ja schon halber Berliner. Was? Das kann nicht sein. Wie lange ist das her? 1,5 Jahre. Ab wann? 20. Nee, dann bin ich ein richtiger Berliner. Ja, dann bist du ein richtiger Berliner. Dann in 20 Jahren sitzen wir hier, ich wahrscheinlich nicht mehr, weil ich dann zu alt bin und Viva sagt, bitte gehen Sie, obwohl Jan ist ja auch noch hier. Na, wir schauen mal. Okay. Du sagst Bescheid, wenn ich dann wenigstens ein halber Berliner bin, okay? Ich frag dich dann. Beim nächsten Mal. Du hast deine neue Single mitgebracht. Wie heißt sie? Alle guten Dinge heißt sie. Und die schauen wir uns jetzt auch mal an. Neuvorstellung. Yeah. Egal, was da draußen so abgeht, weil sich heute die Welt nur für uns dreht. Denn mit dir passieren alle guten Dinge. Alle guten Dinge mit dir passieren. Alle guten Dinge, alle guten Dinge. Es ist egal, was da draußen so abgeht, weil sich heute die Welt nur für uns dreht. Ey, mit dir passieren alle guten Dinge, alle guten Dinge. Ihr habt gerade gesehen, wie sich die Single so anhört. Und wir verlosen von dir diesen coolen Beutel mit einem Batzen CDs drin. Was haben wir denn so? Milliarden haben wir, die waren schon da. Julian Le Play, wen haben wir noch? Ah, Nila, sehr gut. Das ist auf jeden Fall gut. Beginner finde ich mega auch. Chefboss kenne ich nur den Namen, aber ich kenne die Songs, glaube ich, nicht. Mecke ist auch immer Mecke gut. Mecke ist super, der war auch bei mir im Studium. Ne? Feine Leute alles, die tun wir jetzt hier alle wieder in den Beutel. Und ihr müsst dafür schreiben in den Chat oder auf Twitter, was für euch die drei wichtigsten Dinge sind. Weil wir haben ja eben deine Single gehört, alle guten Dinge. Was sind denn für dich die drei wichtigsten Dinge? Familie, Freunde, Musik. Das ist ein bisschen kitschig. Und nochmal? Familie, Freunde, Musik. Das ist tatsächlich wirklich so. Was sind für dich die drei wichtigsten Dinge? Jetzt musst du mal... Jetzt muss ich liefern, ne? Gutes Essen,
finde ich sehr wichtig. Das ist wichtiger als deine Freundin und deine Familie, ich glaube dir kein Wort. Nee, aber Freunde und Familie ist immer so, das sagen so alle, weißt du? Aber das ist ja so. Liebe vielleicht, weil Liebe kannst du ja auch von... Das gehört dazu, vielleicht kann man Liebe sagen, Musik und dann Bewegung, Sport. Ich muss mich immer bewegen. Was machst du? Alles. Ballsportarten, ich mache Tischfußball, ich gehe ins Fitnessstudio, ich mache alles irgendwie. Tischfußball? Ja, ich muss da jetzt gerade dran denken, weil ich war auf Street-Piano-Tour und ich reiste da durch ganz Deutschland, war auch in Amsterdam und spiele an verschiedenen Klavieren. Und bin ich angetreten gegen ein paar Fans und gegen ein paar Leute, denen das Tischkicker gehört hat. Was war deine schlimmste Verletzung beim Sport? Man tut sich ja immer weh beim Sport. Noch nie? Beim Kanufahren. Ich bin mal Kanu gefahren und bin ausgestiegen. Und ich kam auf die geniale Idee, kurz bevor ich ausgestiegen bin, die Schuhe auszuziehen, weil ich dachte, dann werden die nicht nass. Hab sie ausgezogen und bin auf so eine unfassbar krasse... Scherbe getreten im Wasser, habe es erst nicht gemerkt. Und dann bin ich ausgestiegen und dann die Person, die mit dabei war, hat dann gesehen, dass alles voll war, wo ich stand, alles voller Blut. Und dann musste das zugemacht werden im Krankenhaus. Ugh. Und dann wurde mir gesagt, ich kann kein Profi-Freeclimber mehr werden. Aber das macht nichts. Ich bin jetzt auch nicht der krasseste Kletterer. Ich bin ganz gut, aber nicht der krasseste. ja, Stories aus dem Leben. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, was eure schlimmste Sportverletzung war. Ich habe mal volle Kanne beim Fußball den Ball in die Fresse bekommen. Da hatte ich noch eine Zahnspange und dann hing meine Oberlippe drin und das ganze Blut lief so runter. Oh, stimmt. Ich habe auch mal einen Ball gegen den Kopf gekriegt beim Fußball. Ja. Da hatte ich eine Gehirnerschütterung. Musste kotzen auch. Das muss aber ein ordentlicher Schuss gewesen sein. Das war tatsächlich ganz schön heftig, ja. Was ist so dein liebster Singer-Songwriter? Aktuell Ed Sheeran. Wirklich? Boah, ich find's mega. Es ist wirklich, wirklich gut. Was hältst du von Clouseau? Clouseau finde ich gut, aber Ed Sheeran finde ich gerade noch krasser einfach, weil ich habe jetzt gerade heute Morgen noch ein Video gesehen von ihm, wie er live die Hallen füllt und da ganz alleine steht mit Gitarre und irgendwie, ich finde das abgefahren. Aber es ist halt auch der Ring der Macht, ne? Also es ist vielleicht nicht ganz seine eigene Leistung. Wie meinst du? Weil wir vorhin gesagt haben, er ist ein Hobbit. Achso, das habt ihr vorhin gesagt. Ich habe nur gehört, dass ihr über irgendwie Lord und... aber es war nicht der Voldemort, es war der Wurmlord, glaube ich, ne, von SCP. Die sind ganz lustig, die Jungs sind echt lustig. SCP ist super. Gut, wir machen jetzt aber trotzdem mit Clouseau weiter. Und Cat Frankie hat er sich dazu geholt. Die haben coolen Song gemacht. Genau. Wenn du liebst, heißt der. Neuvorstellung. Fällt mir so leid, alles zu glauben und nichts Schlechtes zu sehen. Doch irgendwas sagt mir leise, wenn du sie liebst, dann lass sie gehen. Ich tanz mit dir gerne ins Bodenlose und Leere, und ich bin es nie leid. Sind wir wieder zurück. Jonas Monar ist bei mir und bist du eine Spielernatur? Mega. Ja? Ich liebe so Competition und Wettbewerb, finde ich mega. Glücksspiel? Nee. Ich habe einmal in Ägypten, war ich mit einem Kumpel im Urlaub und da habe ich aber nicht viel Geld mitgenommen und ich war super schlecht und habe ganz schnell alles verloren und habe gemerkt, wie unfassbar schnell ich süchtig werde bei sowas. Wir haben so irgendwie so Coins in Automaten geworfen und da habe ich dramatisch verloren. Es ging ratzfatz. Und mein Kumpel war echt gut bei Roulette, glaube ich, war der echt gut. Naja, da sind die Chancen auch... Genau, da kannst du wenigstens ein bisschen was berechnen, genau. Aber ich hatte keine Ahnung davon und habe ganz schnell ganz viel Geld. Rot. Ja. Na, dann gucken wir mal, wie dein Glück heute so ist. Einmal drehen an dem Glücksrad, ja, bitte. Ja, mal schauen, ob ich Viva erreicht. Das war zu fest jetzt, ne? Guck mal, das dauert ewig. Ja, jetzt musst du irgendwie die Zeit überbrücken. Nee, guck mal, jetzt wird schon spannend. Ich hoffe, dass ich so ein Viva-Ding erwische, dann bist du dran. Dann bin ich dran, genau. Wenn es auf Viva kommt, bin ich dran. Nee, es wird nichts, guck mal. Na? Und es wird... Na? Wahrheit. Not Pflicht. Oh, spannend heute. Oh. Es scheint Wahrheit zu werden. Dann bitte einen violetten Zettel. Einen violetten Zettel. Okay. Yes. Mit welcher Person würdest du gerne eine Nacht verbringen? Also es geht um Sex? Eine Nacht kann ja alles Mögliche sein. Aber Pflicht, sein. Das ist doch gar nicht Pflicht, das ist doch Wahrheit. Ja, du bist ja auch auf Wahrheit gekommen. Achso, ich bin bei Wahrheit, genau. Yes. Sarah Larsson finde ich cool. Was würdest du mit der machen? Es wäre lustig auf jeden Fall. Party? Mit der würde ich Party machen. Ich habe gehört, dass die beim Echo letztes Jahr war. Letztes Jahr war ich beim Echo. Und da war sie auch da. Und die war mit Alma irgendwie krass am Party machen. Die scheint echt eine Partymaus zu sein. Die war ziemlich cool. Aber die hatte zu dem Zeitpunkt noch eine Zahnspange, was ich total süß fand. Das war süß irgendwie. Das fand ich süß. Aber hat die jetzt keine mehr?
Weiß ich nicht, hat sie die schon ab? Ich glaube, sie hat immer noch eine. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt lange nichts mehr Man weiß es nicht. So angeguckt irgendwie. Aber ich fand das süß, genau. Ich fand das super süß mit der Zahnspange. Und ich habe gehört, dass sie irgendwie mit Alma dann irgendwie auch krass gedanced hat und so. Sie scheint echt so eine Partymaus zu sein. Ist bestimmt lustig mit ihr. Das stimmt. Was wäre denn so ein Freizeitpark-Date? Wäre das was für dich? Ja, würde ich auch machen. So Rollercoaster und sowas meinst ja, du? Ja, genau. Was ist deine Lieblingsattraktion im Freizeitpark? Rollercoaster finde ich gut. Auf Wirklich? Jeden Fall Achterbahn und sowas. Darf ich jetzt auch einen Kaugummi nehmen eigentlich? Komm ja, an. Dann musst du aber auch damit dienen zu antworten. Wie bitte? Achso, ja klar, das krieg ich hin. Gut, ja, weil im Freizeitpark, in einem ziemlich abgespaceden sogar, spielt das nächste Video. Da haben wir wieder einen Bob Marley Sohn. Der hat ja, wie wir schon rausgefunden haben, 42 oder 22 offiziell bestätigte. Und zwar hat sich Katy Perry den Enkel Skip dazu geholt. Der Song heißt Chained to the Rhythm und ist auf der 8. My desire, break down the walls to connect, inspire. Eh, up in your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. Don't act like you know me, like you know me. Nah, 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 yeah. I am not your homie, not your boo. Nah, 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 yeah. Don't act like you know me, like you know me. Nah, 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 yeah. You don't know me. So, wir haben mal kurz Plätze getauscht und ich habe gehört, du hast jemanden mitgebracht. Genau, ich habe Nico mitgebracht, einen sehr, sehr guten Freund von mir. Wir machen schon seit vielen, vielen Jahren zusammen Musik und er spielt auch Gitarre für mich in meiner Liveband. Und ihr macht jetzt auch was live? Genau, wir spielen jetzt alle guten Dinge, meine neue Single live. Und ich freue mich tierisch drauf. Na dann. Wenn ich von hier weggehe, dann mit dir. Und tanze ich aus der Reihe mit dir, mit dir. Schaff ich's nicht alleine, dann mit dir. Und kann ich hier nicht bleiben, kommst du mit mir. Denn mit dir passieren alle guten Dinge, alle guten Dinge mit dir. Alle guten Dinge, alle guten Dinge. Es ist egal, was da draußen so abgeht, weil sich heute die Welt nur vor uns dreht. Ey, mit dir passieren alle guten Dinge, alle guten Dinge. Wenn du dich hängen lässt, dann mit mir. Und hältst du dich an jemand fest, an mir, an mir. Wenn du durch die Wand gehst, dann mit mir. Und wenn das jemand durchsteht, dann nur wir, nur wir. Und es ist egal, was da draußen so abgeht, weil sich heute die Welt nur für uns dreht. Denn mit dir passieren alle guten Dinge, alle guten Dinge. Mit dir passieren alle guten Dinge. Egal, was da draußen so abgeht, weil sich heute die Welt nur für uns dreht. Ey, mit dir passieren alle guten Dinge, alle guten Dinge. Wenn du am Boden liegst, dann leg ich mich zu dir. Und wenn du nicht weiter kannst, fang von vorne an mit mir. Mit dir passieren alle guten Dinge, alle guten Dinge. Mit dir passieren alle guten Dinge, alle guten Dinge. Es ist egal, was da draußen so abgeht, weil sich heute die Welt nur für uns dreht. Ey, mit dir passieren alle guten Dinge, alle guten Dinge. Denn mit dir passieren alle guten Dinge, alle guten Dinge. Yay! Genau.
Na, dagegen kann der nächste Song ja nur noch abstinken. Der ist zwar auf der 4, aber wir schauen ihn trotzdem. Es ist Coldplay mit Chainsmokers und Something Just Like This. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Something just like this. Zurück mit Jonas Monar. Was steht bei dir dieses Jahr noch so an? Ich werde wahnsinnig viel live spielen. Ich spiele ein paar Festivals. Ich gehe jetzt direkt in 2 Wochen, glaube ich, auf Tour mit Lukas Rieger zusammen. Mhm. Bin Special Guest bei ihm, da freue ich mich drauf. So Promo natürlich für mein Album. Wenn mein Album kommt am 19.05., da freue ich mich tierisch drauf. Kann man schon pre-ordern? Man kann schon pre-ordern auf Amazon, iTunes, überall, wo man so pre-ordern kann. Ich glaube, es geht überall. Und ja, Mediamarkt und Saturn und so weiter, genau. Und meine neue Single jetzt promoten erstmal. Die läuft ganz gut im Radio und so, das ist ganz cool. Und genau, ansonsten ganz viel live spielen, viele Leute irgendwie, vielen Leuten meine Musik zeigen, genau. Und hoffentlich viele Leute davon begeistern. Sehr gut. Guckst du dir überhaupt so aktuelle Charts an und was sich da tut und so? Nicht so richtig. Manchmal bei iTunes natürlich, ist ganz easy mit dem iPhone und so. Aber ich krieg schon so grob mit, dadurch, dass ich viel im Auto bin und so. Wenn ein Radio kommt, weiß man schon grob, was gerade so angesagt ist. So das ist es stimmt. Nicht. Ja, er hat es gerade schon gesagt, ganz easy irgendwie mit dem Handy, weil es gibt von Viva die Charts-App und wir haben jetzt ziemlich coole neue Features, nämlich haben wir einzelne, da ist es, sorry, haben wir jetzt einzelne Charts, zum Beispiel die Dance-Charts, dann die Hip-Hop-Charts und für dich interessant natürlich, ne, nur deutschsprachige Charts. Ja. Yeah. Yes, könnt ihr euch einfach aus dem App-Store runterladen und... wie heißt die Viva-Charts? Viva-Charts-App. Wen würdest du dir auf der 1 wünschen? Irgendwann mich natürlich, das wäre schon toll. Ja. Und ansonsten, deutschsprachige Musik finde ich insgesamt gut, weil die ist ja gerade krass im Kommen und so. Und ich freue mich immer, wenn deutschsprachige Künstler jetzt gerade wie Mark Forster und so weiter und Burani extrem erfolgreich sind. Das finde ich immer gut. Ja. Ist ja unsere Sprache und so. Und für mich ist das, glaube ich, auch gut. Wenn deutschsprachige Künstler erfolgreich sind, dann hoffe ich, dass das auch mir irgendwie früher oder später was bringt, wenn viele Leute deutschsprachige Musik gut finden. Na, wenn du das nächste Mal hier bist, vielleicht auf der 1. Ja, das wäre natürlich ein Knaller. Das wäre cool. Das wäre ziemlich cool. Vielen Dank fürs Hiersein. Dankeschön, dass ich kommen durfte. Ganz viel Glück und Spaß auf der Tour. Dankeschön. Und für euch gibt es jetzt die aktuelle Nummer 1. Die muss ich kaum ansagen. Ihr wisst wahrscheinlich schon, wer es ist. Der hält sich da seit über 2 Monaten. Ja, Ed Sheeran, Shape of You wahrscheinlich. Genau, es ist Wahnsinn. Ed Sheeran mit Shape of You. Man kann es nicht glauben, aber es ist auch einfach ein guter Song. Vielen Dank, dass ihr draußen dabei wart. Wie immer, falls ihr das Ganze nicht live seht, wir finden Freitag um 17 Uhr im Internet statt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! She smell like you. Every day discovering something brand new.